Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu den Zeichen in der Iris. Also nach den Konstitutionen, nach Pupille, jetzt die Zeichenlehre der Iris. Und unterscheiden hierbei drei Gruppen der Form nach. Einmal die Organzeichen mit Lakunen, Waben, Krypten, und den sogenannten Substanzdefektzeichen, daneben reflektorische Zeichen als radiale Reizfasern, als geschlängelte Reizfasern, als transversale Reizfasern mit oder ohne Gefäßzeichnung, mit oder ohne Vaskularisierung, und die dritte Form als physiologische Zeichen, die Pigmente. Der Farbe nach werden diese Iriszeichen unterschieden nach weiß, dunkel bis schwarz und die farbigen Zeichen. Wobei jedes weiße Zeichen auf eine Entzündung, auf eine Überreizung, auf ein zu viel, auf eine Überreaktion hinweisen. Und zwar, je heller, je weißer das Zeichen ist, umso akuter auch das Geschehen. Wobei natürlich diese hellen, weißen Zeichen auch in einer Relation zur Farbe der Iris, also zur Konstitution, zu bewerten ist. Sie werden in einer hämatogenen Iris nie so helle, nie so weiße Zeichen ersehen können wie in der lymphatischen Iris. Während in der lymphatischen Iris akute Entzündungszeichen bis zum hellsten Weiß gesehen werden können, wird sich Ähnliches geschehen in der hämatogenen, in der braunen Iris, als relative Aufhellung, als relative helleres Braun sich darstellen. Die dunkleren Zeichen oder dunkle Zeichen allgemein deuten auf eine Unterreizung, auf eine verminderte Tätigkeit, auf eine Erschlaffung des Organs hin. Wir finden also diese dunklen Zeichen weniger beim Kutegeschehen, hier dominieren die hellen Zeichen. Wir finden die dunkleren bei den chronischen, bei den degenerativen Gewebserkrankungen und bei angeborenen Organschwächen. Wenn Sie wollen, das ist ja auch chronisch. Die Farbe, auch hier von grau bis dunkelgrau, aber niemals ganz schwarz seiend. Sie zeigen die dunklen Zeichen ein zu wenig an. Sind die Zeichen schon echt von schwarzer Farbe? Liegt ein echter, eigentlich irreversibler Substanzverlust, ein Substanzdefekt vor? Die dunkelsten Zeichen, also die schwarzen Zeichen, sind unsere Substanzdefekte, es fehlt an Substanz. In der Praxis werden Sie hier Geschwüre, Ulzerationen,
Schleimhautdefekte, also einen echten Gewebsverlust finden.